Willst du den Anzug haben, Minu? Probier mal an. Da ist er doch. Als Frau, hast du den schon mal angezogen? Das ist mein DLC-Anzug. Der weiße da unten. Ich habe ja jetzt einen neuen Grad bekommen. Also den habe ich über. Muss mal gucken. Oh ja, der sieht sogar richtig schick aus. Guck mal, Wolfi, das ist ein Rock, Alter. Muss man deine Schutzweste abziehen, ausziehen, deine anderen Sachen. Das haben sie ja gut gemacht, ne? Minu, du bist der Einzige mit den Klamotten jetzt auf dem Server. Ja, das ist hier ein Kostüm, heißt es, glaube ich, oder? Total cool. Da muss ich Lea und Mary auch noch so ein Ding geben, war so ein Anzug hier. Kriegst du doch jedes Mal, wenn du stirbst. Aber Ja. Goldi hat mich heute noch auf eine Idee gebracht. Welche Idee denn? Erzähle ich dir, das zeige ich dir später. Halt dein Maul, Wolfi. Euer Server ist im Ranking weit unten. Ja, da hat Sandro aber recht, Wolfi. Wir sind abgestürzt. Aber deswegen muss man auch nicht so den Wolfi gleich anfahren, Knochi. Oder Wolfi? Ach, dann, das macht er doch ständig. Ja, wir brauchen ja noch eine Fernbedienung, ne, Mino? Für die Schranke hier. Wir sind schon zu Hause, es ging aber schnell. Dafür, dass ich ganz im Süden war. Wollen wir looten fahren, Wolfi? Oder baue ich mir hier eben ein Haus auf? Dann muss ich das hier aber abreißen, den Schrott. Mach das mal. Ich baue auch mit Gottmut. Ich habe keinen Bock, jetzt hier Holz dran zu schleppen und den ganzen Rott. Ja, sicher, schleppst du Holz ran. Nee, da habe ich keine Lust zu, deswegen Quatsch. Ey, wohl, Effi. Ey, Wolfi. Okay, jetzt den Zaun dahin. Ja, das ist so hoch, ne? Weiß ja nicht, was du da bauen willst. Scheiße, baue ich hier, Wolfi. Ja, das machst du doch immer. Also so eine Unverschämtheit. Wir haben hier neue Zuschauer, wie der 3 Sub. Der Sub, der will was von uns lernen. Deswegen kann er jetzt zugucken, wie man hier baut. Wir machen nämlich gerade eine Terrasse, Leute. Denn richtig und wichtig wäre es doch dennoch, diesbezüglich dies zu argumentieren, das darf ich nicht vergessen, sehr geehrte Raben und Bären. Die Stadt, die haben wir damals bei, also Steffi, total auseinandergenommen. Wir sind mit 8 Mann hier rein und haben 8 Buden geklemmt. Und die anderen Squads haben nichts mehr gekriegt. Aber dann waren alle sauer, Wolfi. Dann waren sie alle sauer, weil sie nichts mehr gekriegt haben. Und dann wurdest du rausgebannt. Dann sind wir gebannt worden. Und da habe ich dich traurig, einsam und allein aufgefunden und aufgepäppelt, ne? Und dann kam jemand auf die Idee, ein PvE-Dorf hier zu machen. Wie fandst du das PvE-Dorf? Das war ganz gut. War nicht verkehrt. Haben sie auch alle in Ruhe gelassen, das fand ich auch ganz gut. Das ist ja klasse, ne? Hat also keiner überheblich jetzt sich da daneben genommen, ne? Nur es ist halt einer raiden gegangen.
Mit einem anderen Squad damals. Mit Sister und Co. Kennst du die noch, Sister und Co? Ja. Denn ist damals jemand reiten gegangen. Dann waren die richtig sauer auf dich. Nö, 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 nö. Ich war sauer auf den. Ach so? Weil der uns, für uns hieß es, wir gehen nicht mit reiten. Und der geht mit denen mit und reitet. Ja, sowas ist auch eine Sauerei, ne, oder? Mit Wissen vom Waldfee 1. Waldfee 1 sogar, guck an. Die wusste auch davon. Deswegen bin ich dann aus dem PvE-Dorf raus. Wolfi. Eine kleine Lampe irgendwie. Die gibt's gar nicht, ne? So viel bauen kann man gar nicht. Piep, 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 piep. Wieso geht das nicht? Ach, Spiel, mach doch mal alles kaputt hier. Mal alle meine Ideen, macht er kaputt. Ach, Leute, ihr seht selber. Ach, mein Mustang, da bist du doch. Piep, 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 oh. Und dann haben wir zwei ja dann angefangen zusammen zu spielen. Mit Carsten. Ja, wo ist der denn? Der kann auch mal viel bauen, ne? Der konnte auch mal viel bauen, Wolfi. Oh, ich kann gar nichts rausschreiben. Schweinespiel. Weiß. Ich habe aber auch nichts mehr von dem jetzt gehört. Wieso nicht? Carsten. Nö. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Wuli, 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 fi. Was ist das für eine Stimmung hier? Das ist Sandro. Mustang, kennst du Sandro nicht mehr? Knochenjo ist Sandro von früher. Das war doch der, der immer alle Bild gemacht hat. Die ganze Zeit hat er doch, Wo ist Mustang? Mustang im Stream ist er. Er nicht mehr hier auf dem Server. Weiß ich nicht. Ja, ist er sauer auf dich oder so? Ja, auf mich eigentlich nicht. Hm.
Ich finde immer wieder Schlösser hier. Polizeirevier. Einfach so in den Schränken. Hm. Mann, und die Birne davor, man kann immer nicht bauen hier. Wieso schwankt der denn jetzt so blöde? Ist der dumm oder was? Also der hat klasse hingekriegt. Der schwankt in der Ego-Perspektive, der kann es gar nicht bauen. Der Wohl-Effi! Bin nur noch bei dir? Ist glaube ich gerade weggefahren. Da irgendwas gehört. Mann, die Birne ist doch. Schon eine Ecke drüber, ne? Scheiß drauf. Das Bausystem so komisch ist und man hier kaum Möglichkeiten hat. Da muss man halt improvisieren, gell? Ne, da können wir einen Grill raufmachen oder sowas, ich weiß nicht. Wulle, 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 Vieh, wulle, 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 Vieh. Vase oder hier gibt es überhaupt keine Deko, gar nichts, ne? Wolfi, danke mir nur für den Zop. So, ich mach mal in die Musik aus, weil ich will das Tier jetzt jagen. Das ist das neue Jagdsystem. Und man hört die Stimme der Tiere und muss dann da irgendwie hin und eine Spur finden. Nur schade, dass es dunkel ist, da mache ich nichts. Hast du kein Nachtsicht? Nö. Ich will auch keins haben. Wir hören jetzt hier. Hier ist was, guck mal. Spur. Mhm. Animal Vent East. Wo ist denn Osten jetzt hier? Richtung Osten musste. Aber sehr spät die Spur, ne? Da bin ich ja schon drauf getreten. Wolfi. Wie weit muss ich denn noch Osten? Das weiß ich doch nicht, bis es hat. Was ist denn da hinten immer? Ist das ein Spieler oder was blinkt da mal auf? Aber ich höre das Vieh doch hinter mir, Wolfi. Kann schon möglich sein, dass da ein Spieler ist. Ich höre das Tier, höre ich doch hinter mir, ey. Kann das sein? Ja, höre ich ihn jetzt. Ich laufe einfach mal zum Zaun, ne, oder? Mhm. Ich kann dich ja dann wieder einfangen. Falls du nicht mehr weißt, wo das Auto ist. Ja, aber das ist doch. Es ist ja irgendwie ein bisschen komisch jetzt hier gewesen, gerade wieder, ne? Da höre ich ihn.
Habe ich heute auch gemacht, wo ich einen Goldi sein Moped gefunden habe. Hast du ein Tier? Hab mir alle Autos zeigen lassen. Wie alle Autos zeigen lassen? Ja, nur ich muss doch irgendwie sehen, dass ich wieder Autos sehe. Auf der Map. Hm. Und ein Auto angeklickt und ich habe ein Goldi sein Mopedchen gefunden. Mhm. Das ist ganz einfach. Show Vehicle Location und dann findest du alle Autos. Siehst auf der ganzen Map die Autos. Egal wo sie sind. Ja. Aber ich finde das Jagdsystem noch ein bisschen komisch. Siehst du sämtliche Fahrzeuge? Ich will sämtliche Tiere sehen, Wolf. Wie geht das? Nee, das da habe ich noch nichts für gefunden. Jetzt ist das Tier weg oder was? Also ich finde das ein bisschen komisch, diese Jagd, oder? Huntress, hast du die Jagd schon gemacht? Hat schon mal einer erfolgreich den Scheiß hier gefunden? Moment, was ist da los, Onkel Bendel? Der Bendel ist doch rausgegangen aus dem Discord, aus dem Stream. Kann man nicht mehr anschreiben. Er ist gerade in A2. Durch einen Schuss gestorben, aber was? A2M? Ja, der muss ja in Discord gucken. Da steht doch, wer ihn erschossen hat, Wolf. Ich kann doch jeder sehen. Nee, in A2 ist aber kein PvP. Ja, aber dann muss ja trotzdem der Kill da stehen, oder nicht? A2 ist kein PvP. Kann ich mir nicht vorstellen. Bis jetzt. Das ist keine PvP-Zone. Warte mal ab, das dauert ein bisschen. Bis das angezeigt wird. Sehen wir gleich. Ja, aber in A2, Hanni. Ja, wenn einer in A2 gekillt worden ist und der Bot zeichnet auf, ist das ein Cheater anscheinend. Mhm. Ja, dann muss Hanni da eben hinfliegen oder was und gucken. Da guckt einer von uns beiden, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du schon was gesehen, Hanni? Nein. Ja, tolles Tier, Alter. Ich hätte gerne mal vernünftig die Jagd gezeigt hier, aber irgendwie geht das ja nicht mit den Viechern. Ja, drei Wölfe. Drei Wölfe hast du gefunden. Nein, ich meine mit dem Jagdsystem hier. Wo war das drin jetzt nochmal mit dem Botto Kimfield? Wo war der Killfield drin, Olli? Ja, und was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, ja, bei Level 1. Ja. Ich habe doch auf die Spur geklickt und da stand, ich muss Richtung Osten oder irgendwie sowas. Und dann bin ich nach Osten gelaufen, dann läufst du in die Wüste. Alter, was soll der Scheiß? Happy Lady. Ammo? Nee, da ist noch nichts. Du musst 5 bis 6. Ja, okay, das ist ja in Ordnung. Aber wenn er zu mir sagt, du musst Richtung Osten, dann kann ich doch erwarten, dass da dann die nächste Spur ist. Ne? Weil ich die Spur 1 gefunden habe. Und dann laufe ich Richtung Osten und hinter mir höre ich das Tier dann wieder schreien. Also irgendwie ist das komisch. Wolfie. Ja, das irgendwie passt das auch nicht.
Da ist aber noch nichts drin. Ah, nee. Nee, nee. Keine Ahnung, was da los ist. Weil da ist ja auch keine PvP-Zone jetzt in A1. Beziehungsweise A2. Ja, vielleicht ist Onkel Bendel im Moment ein bisschen verwirrt oder so. Weil der Onkel hat doch gestern im Stream gesagt, er wurde gebannt oder so, weil die mitgekriegt haben, dass er mich supportet irgendwie oder so. Dann war Mörchen aber da, die hat das gelesen und Moorhexe hat gesagt, nee, das stimmt gar nicht, was der erzählt. Und danach ist Onkel Bendel bei mir aus dem Discord verschwunden. Der ist rausgegangen und einfach verschwunden. Ganz komisch war das. Vielleicht ist er ja im Moment verwirrt. Also das hat er auf jeden Fall so geschrieben eben. Ja, das mag sein, aber wieso geht denn Onkel Bendel einfach weg? Verstehe ich nicht. Das ist ja, finde ich ja dann wiederum komisch, ne, wenn einer auf einmal abhaut. Anstatt mir zu sagen, was in da los ist. In A2, ja. Schreibt er hier. Durch einen Schuss. Einen Schuss gehört, ich kann mir nicht erklären, ja. Ich habe immer Leute. Onkelchen, wenn wir nicht genau wissen, wo, können wir dich da auch nicht hin teleportieren. Ich höre das schon wieder irgendwie Frauenstimmen da. Du hast deinen Namen noch aus, ne? Ja, du auch? Ja, bei mir ist das ja nicht so schlimm. Mich sieht ja keiner. Hast du deinen mal an da? Mich sieht ja keiner und ich sag ja nicht, dass das Spieler sind. Okay. Ich will ja nur wissen, ob du deine aus hast. Ja, nimm doch eben das Gas noch mit, Wolfi. Du Knödel, da oben die Gasflasche hast du vergessen. Wir haben da eine im Auto. Ja, aber die hat weniger Gas. Die da oben steht, die hat 15%, Wolfi. Ach so, die hat 50. Nee, 15, aber diese hat ja nur 4 oder so. Also tausch die wenigstens mal aus sonst. Weil das Gas kriegst du dann gratis, weißt du, die hat ja viel mehr als diese hier. Darum ging es mir jetzt. Kannst du die vielleicht auch befüllen? Also ja. Eine in die andere kippen? Ey, das ist auch eine gute. Lass uns das mal ausprobieren, Wolfi. Auch eine gute Idee. Wolfi ist schlau, Leute. Bei den Kanister kannst du die auch umfüllen. Ja, das probieren wir jetzt mal aus, Leute. Lass mal wieder ein bisschen was dazu lernen. Da links steht das Ding schon. Da kriegt Wolfi das hin, dass er das jetzt irgendwie, dass man das umfüllen kann. Du kannst ja auch erst voll machen, Wolfi. Du hast ja Geld. Ich habe auch keine Karte. Das soll ich dir meine geben, oder was? Nutzt ja auch nicht. Weil hier ist, wenn ich Prüfe drücke, 15 oder fast 16%. Ja? Genau, und die kippen wir jetzt mal hier rein, wenn das geht. Weil Wolfi hat seine nur mit 4% irgendwie. Und? Ja, das geht. Ja, echt? Das ist ja okay. Ja, das geht. Wolfi. Oh, 20% ist schon drin, sehr gut. Dann lass die leere genau, stell einfach dahin und ist gut. So, welche ist jetzt leer? Na, die auf deiner Schulter ist die leere. Ja, die sie hinlegt. Bist du sicher? Ja, ich drücke ja gerade auf Prüfen. Das hier ist die Falle. Ich stell die mal hier hin.
die ist leer, ne? Fast leer steht hier drauf. Und die hat 20%. Na siehst du wohl, ist doch gut. Ja. Musst du noch tanken? Aber das machst du ja nicht hier, ne? Wenn, dann mache ich das beim Händler. Ja, wieso kann ich dir jetzt deine Tür hier rausreißen? Das ist ja auch merkwürdig, Wolfi. Normal geht das doch gar nicht, sowas, oder? Nö, eigentlich sollte das nicht gehen. Ich kann die Tür irgendwie rausreißen, ja. Jetzt ist es verschwunden. Weil du die Tür wahrscheinlich aufgemacht hast, wa? Ich weiß es nicht so. Schließen. Hey, ich habe ja auch keinen Wagen hier gehört, nix dabei. Ja, merkwürdig. Eigentlich sollte es nicht funktionieren. Ja, mach mal Kristallpibo. Ich muss den Entwickler noch fragen, ob ich einen Admin-Status verkaufen kann, Wolfi. Was hältst du davon? Ah, ich glaube, das geht nicht, ne? Dann meckern die bestimmt wieder, oder? Ich habe mir das so vorgestellt, dass die Spieler kaufen können, dass sie einen Admin kaufen können. Dann können die sich ihre Festung bauen mit Admin und dann wird er wieder weggenommen. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, das, Olli. Ja, aber das darf man auch wieder nicht, ne? Dann sind sie wieder am Jammern und am Meckern und am Motzen. Ja, aber dann müssen wir den Server... Das sollte ich lassen. Dann müssen wir ja den Server dicht machen und das ist schwierig, Wolf. Ich will den doch nicht zumachen, oder? Dass nur Leute, die bezahlen, spielen können. Ich finde das doof, oder? Ich meine, die Cheater und sowas, die sind wir dann los, Alter. Hier bezahlt ja kein Cheater dann. Wisst ihr, wie ich meine? Also der Server wäre dann sauber, wenn ich eine Sperre reinmachen würde. Na? Aber wir hätten definitiv weniger Spiele dann. Spieler. Sonst müssen die beiden Mädels mit ihrem Auto eben mitkommen. Wa? Olli, du musst nach hinten rutschen. Olli, einmal nach hinten rutschen. Wolfi! Oh, der Olli rafft's wieder nicht. Wolfi, sei lieb, du fährst falsche Richtung. Nee, noch fahr ich richtige Richtung. Muss dann nach Norden, ne? Jetzt findest du es wieder nicht falsch. Ich hab mich selber gekillt. Du musst nach Norden, Wolfi. Warum muss ich nach Norden, Olli? Ja, weil da oben doch der Bunker ist. In C3 wolltest du doch hin. Ja, in C3? Ja, der ist ja nach Norden. Über den See rüber. Wo ist denn der, Anni? Anni, bist du am C3-Bunker? Ich dachte, du bist am B3-Bunker. B3, Wolfi. B3, ne? Ja, was denn jetzt? Also, hast du in der Schule nicht aufgepasst? C3! C3 ist oben, Wolfi, du musst wieder... Komm, er dreht schon wieder um, ey. Ich sag Richtung Norden, weißt Charlie, du? Charlie, Wolfi. Alter. Er will immer noch B3 irgendwie. Ich kaputt, ey. Ja. Wolfi. Wo ist denn der da? Ich weiß es jetzt gar nicht. Na, die Mädels müssen ja auch noch hinterherkommen. Wo seid ihr denn? Du musst nur geradeaus fahren, Wolfi. Abstand. Du musst auf jeden Fall richtig gut Abstand von dem Mech halten, Alter. Das ist eine krasse, ey. Wolfi, du musst nur da über den Fluss darüber. Da oben, da drüber ist ja, er schon. Ja. Die Mädchen sind auch schon da. Und Pibo, mach dir nicht so fett hin. Du sitzt alleine. Ist immer da hier richtig, ne? Ja, kannst komplett Gas geben. Immer durch. Kann man doch hier mal Gas machen. Ja. Wir sind immer freundlich und kompetent, Wolfi. Wolfi fährt immer im Kreis. Wolfi, Pibu klammert sich schon hinten an eine Türgriffe, da weil er Angst hat. Ja, der klammert sich schon fest. Der Mächter trifft aber auch besser wie ich.
Bist du schon am Schießen oder wie? Ja, ich bin gleich tot. Bist du reingelaufen? Oh nein. Nein, ich hab hier keine Ahnung wie viel 100 Meter Abstand, Mann. Das hat behinderte Mächte, schießt halt einfach. Dann musst du dich hinter dem Auto stellen. Ich denke mal, das Auto wird er nicht kaputt machen können, oder? Ich stell mich hinter einen Baum. Hör dich dann an, ja. Ja, der ist hier irgendwo, Wolfi, hier der irgendwo, der. Da vorne ist er nicht schon. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los, das Leute? Gibt's doch nicht, Restart. Oh nein! Ups! Oh, der Olli klappt mir hier die Muni. Nö, da liegt doch noch genug Wolfi. Ja, jetzt auf jeden Fall. So, wie war das jetzt mit, So, ja, sind alle bereit? Rechte Maustaste, warte, Wolfi lädt noch, der braucht mal ein bisschen länger. Nee, Wolfi braucht nicht länger, Wolfi muss halt mal gucken. 3, 2, der lebt noch. Wolfi, hast du schon geschossen? Der möchte falls dir ein, Junge. Jeder von uns hat nicht einmal geschossen, ne? Nicht gegen den Baum schießen, ne? Oh, Bibo ist getroffen, Bibo ist down. Bibo down. Hier, nachladen, los, Krieg. Müsst ja bald kaputt sein, Wolfi. Bibo down, Bibo down. Oh, Mary hat auch einen abgeknallt. Oh, er schießt Tränengas, Leute, pass auf. Jawohl, er ist down. Er ist down, Leute. Nachladen. Ey, da kommen Zombies. Warte, wir können Pibo wiederbeleben. Ich bin Arzt. Ja, dann mach mal. Wenn du welche hast, mach mal. Alter. Ich seh nix, der scheiß Mesh, Junge. Ich hab ihn wiederbelebt. Also warte mal, wie viel sind wir jetzt? 3, 4, 5, 6 Mal. Bibo, warte. Ja, da hat er fast 10 Kugeln oder so gebraucht. Oh, komm, wieder brennt, brennt, Leute. Wo ist Lea denn? Wieso kann ich die nicht looten? Warte, ich hab Tabletten, Pibo. Gib ihm mal Tabletten, oder? Ja, Pibo, ich schmeiß Schmerztabletten auf den Boden, damit du nicht humpeln musst. Drüben. Boah, krass, was der verloren hat, ey. Kannst du behalten, ich hab die Packung doppelt. Ist auch getroffen worden, Melli, oder was? Oh, geil, guck mal her. Ey, guck mal den Loot an, Leute. Komm her, ich stell das mal in eine Reihe. Was, ein Foto oder was? Los, ja, lass mal dahin. Lass mal vor dem Milch stellen. Macht ein Foto jetzt von uns allen. Hier habt ihr euer Foto. Oh, Pibo! Wolfi! Das Tränengas ist geil. Wer läuft eins langsamer hier? Wolfi! Also, der hat verloren. Zwar einmal Tränengas, C4-Timer, C4, Dingsbums, drei Handgranaten und so ein BCU-Lock. Wolfi! Nö, mir hat das Tränengas nichts angehabt. Wo ist der Pibor da? Hast du eine Maske auf, oder? Nee, ich seh ab so einen roten Rand außenrum. Ja, das ist das Tränengas. Ja, dann hat es ja gewirkt, Wolfi. Aber mehr hab ich nicht davon, aber. Guck mal, wie der knurrt und brennt, Wolfi. Ich kann genauso schnell laufen wie. Lehr will ein Gruppenfoto, Leute. Warte mal, Mary, bleib mal hier still. Immer stehen, bleib stehen. Mary will ein Gruppenfoto haben, komm ran. Mhm. Kommt ihr? Hallo. Wieso? Achso, Mary, warte mal. Solange der brennt als Hintergrund, ist ein schönes Bild für. Hier, Mary, nimm mal die Träne auf. Injizier dir mal die Spritze. Hat sie erwischt oder was? Hat sie behalten. Ich sterbe. Bitteschön. Oh, die hat, Melly hat auch einen Gong gekriegt. Naja, die ist vom Mesh getroffen worden. Ja, gut, der macht immer gleich tödlich. So, wer kann dann jetzt Foto machen? Na, irgendeiner im MP-Modus. Dann mach du das am besten, Olli. Ihr müsst aber. Nee, wo sind denn die Frauen? Wir sind jetzt alle da. Ich sehe nur drei Leute. Seht ihr mehr Leute oder was?
Bei mir sind die Frauen nicht auf dem Bild. Warte. Ich sehe die Frauen auch nicht. Wieso sind die? Moment. Die Frauen sind nicht auf dem Bild, Wolfi. Ui. Wie mache ich denn ein Foto? Mit P. Fotomod ist nur Quatsch, Squad. Leertaste. Wie mache ich denn den ganzen Scheiß? Das sieht man aber nachher nicht, den ganzen Scheiß von der Kamera hier, ne? Kamera bewegen und. Doch, Minus musst du einmal drücken. Was? Einmal auf Minus. Einmal auf Minus. Ah. Okay. Ich mache nochmal ein manuelles Foto, warte. Dann bin ich da eben raus, genau, bleib mal da stehen, so. Oh. Ja, mach mal manuelles. Ja, manuell ist besser, ne? Lächeln.